Ja, hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ich habe gesehen, die letzte war doch ein bisschen länger. Deshalb habe ich da einfach mal gecuttet. Ja. Ich hoffe, das passt dann auch so. Ja. Wir schauen noch einfach mal, was wir hier noch so Schönes haben. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Bergkristallen. Da unten ist er. Und zwar die 9. Jawohl. Und jetzt nur noch da oben, also auf unserer Seite und weiter. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Von hier eigentlich gar nicht so wirklich, ne? Da hatten wir auch nur irgendwie so eine Abkürzung gefunden. So, das heißt, wir gehen hier hin. Dahin auch, ja. Okay. So, wir könnten darüber. Ach so, okay. Ja. Gut. Wir gehen einfach über die andere Seite rüber. Wählen uns nochmal schnell. Also, wir wären schon längst tot, hätten wir nicht die ganzen Lebensupdates quasi mitgenommen. Weil da ist halt eben noch mal. Ach so, ja. Oh. Alles okay. Alles wird gut. Danke. So. Das haben wir auch, die scheiß Termiten hier. Und die nächsten warten auch schon. So. F5. Jawohl. Gespeichert. Was haben wir hier? Ach, oben Skelett kriege ich auch noch. Ach nö, da wollen wir gar nicht hin, ne? Nö. Ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt nicht antun. Die Titanenlords sind besiegt. Da mache ich mir echt keinen Stress mehr. So, Bergkristall, sehr schön. Das heißt, wir sind hier fertig, müssen, ach du Scheiße, auf Taran, es gibt es jede Menge, und Krabbenküste noch ein paar. Dann würde ich sagen, wir gehen erst zur Krabbenküste, weil es da ja gar nicht mehr so viele davon gibt. So, Krabbenküste sagt da hinten, naja, war irgendwie klar. Ist sowieso keiner mehr da, also hey, scheiß drauf. Rennen wir einfach mal lang. Und hoffen, dass es gar nicht mal so schwer wird, an die Kristalle dran zu kommen. Also ich sag mal so, die Astralsicht, die wir gelernt haben, kann man eigentlich knicken, wenn man das Questlog hat und sich alles markieren kann, was man braucht. Also ich denke mal, so mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Ja, ist ein netter Versuch, aber nö, ich glaube, so halt ist es dann halt eben doch irgendwie nicht nötig. Ja. Aber ich bin gespannt, was Piranha Bytes halt eben
aus den nächsten Teilen macht. Also, ich sag mal so, Risen 3 ist dann doch eine Fackel, ja. Doch eine deutliche Weiterentwicklung, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Oder mir immer noch Spaß macht. Von daher, ich bin echt gespannt, was noch kommt. So, einmal darum. Ja. Ach da. Ein Bergkristall und auf der anderen Seite. Da ist er. Sehr schön. Gut. So, das haben wir auch. Das heißt, der Rest ist wirklich nur noch auf Taranis. Das heißt, wir können zum Schiff gehen, in See stechen und ja, nach Taranis segeln. So, wo sind die ganzen Kristalle? Da ist einer. Das erreichen wir eigentlich alles am besten. Komm, wir nehmen den hier. Gehen kurz runter. Was soll's, also mal ganz ehrlich. Da unten ist irgendwo einer. 9. Jadestein. Sehr schön. So, und noch weiter hier die Brücke runter. Also, ist hier alles wieder so Kampfmusik. Es ist doch aber überhaupt kein Gegner in der Nähe, ne? So. Oh. Doch. Einer ist da. Aber nur einer. So. Über die Brücke bitte. Mit Schädelblüte. Jawohl. Da ist auch noch einer. Hallo. Und wer ist da? Da ist er doch. Gute Jagd. Ja, das wissen wir, ja. So, da können wir nicht weiter. Wir wollen hier runter. Okay, wir müssen einmal über den Strand rüber. Was haben wir hier? Oh, verschlossen. Ja. Nehmen wir natürlich mit. Ja, hat sich nicht gelohnt, aber hey, was soll's, ne? Kennen wir irgendwoher. Kiste. Naja. Gut. Das ist relativ hier alles. So. Da ist noch eine Echse. Wir wollen aber hier rechts hoch. Also. Nee. Gar nicht. Also hier. Ich
sehe noch einen Lurch. Einfach hier durchs Dickicht durch. Da ist ein Wasserfall. Also. So, den haben wir auch. Jetzt ist nur noch einer da oben. Den nehmen wir natürlich mit. Auch wenn wir schwimmen müssen. Wow! Ein Alligator. Was macht der denn da? Komm, 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 komm. Sehr schön. Das ist meiner. Meine Handtasche. So, okay. Noch weiter. Okay, da hoch. Der war doch vorhin noch nicht da hier. Ein bisschen Licht, bitte. Alles klar. Gut. So, das haben wir auch. Ja, jetzt Bergkristalle. Hätte ich noch mal gerne. Und was haben wir noch? Da hinten ist noch einer. Okay, da gehen wir natürlich hier hin. Ich habe einen Bug gefunden. Ich habe einen Bug gefunden. Na gut. Aber hey, was soll's. Hier natürlich nicht. Wir gehen unten lang. So, hier ist die Mine, die wir besetzt haben. Jo, die sind am Klopfen, alles klar. Genau so soll das sein. Platten bin ich immer noch nicht hochgegangen. Mal schauen, vielleicht wird das noch was. So schön ruhig hier. Kampfmusik? Oder nicht? Doch, da kommt wer. Ah, hallo. Das sieht irgendwie komisch aus in der Nacht, oder? Das ist weiß da drauf. Das sieht so aus wie ein Zyklop oder so. Naja, was soll's. So, wir wollen jetzt einfach nur rechts hin, also da hoch. Ja. Das haben wir auch. Ah. Komm, gib mir mal ein bisschen. So. Das hat auch gepasst. Jetzt. Ein bisschen rechts. Alles klar. Runterfließt. Ja, ja. Da unten. Achso, da ist noch so ein Krabbendingsbums. Alles klar. Eine Feuerblume. Dann geht's hier weiter. Jawohl.
Alles klar. So, dann haben wir den auch. Zwölf von 20. Alter Schwede. Wo brauchen wir noch was? Das war's eigentlich. Und warum 12 von 20? Na gut, wir schauen mal. So, bei wem müssen wir das denn abgeben? So, bei da hinten rechts. Deinen Auftrag an Horas betrachte ich als erledigt. Gut. Doch können wir immer noch mehr magische Effizienz gebrauchen. Bringe mir einfach alle Bergkristalle, die du finden kannst. Jo. Ich werde es dir entlohnen. Wegen der Bergkristalle. Hier, 5 Bergkristalle. Großartig. Hier, deine Bezahlung. Hier, 5 Bergkristalle. Großartig. Hier, deine Bezahlung. Okay. Ich habe hier einen Bergkristall. Sehr gut. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Jo. Ich habe hier einen Bergkristall. Sehr gut. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Ja, 200. 8 fehlen uns noch. Die Frage ist, wo, wieso, weshalb, warum? Ja. Ja, die Frage ist immer noch wo, ja. Ja, Patty ist da. Gut, man könnte sie auf den anderen Inseln finden. Hier haben wir auch keinen, ja. Doch, da könnten da theoretisch hinreisen. Ja, komm. Und gucken mal, was es da so gibt. Ob wir da jetzt endlich mal, das Messer werfen, quasi landen können. Es ist morgens, glaube ich. Und keiner steht an der Scheibe. So ein Scheiß, ey. Kennt der hier noch? Du willst doch hier nichts klauen. Nein. Ist verschlossen, ja, hey, was soll's. Mit wem soll ich denn überhaupt hier? Okay. So, wann ist der denn da? Okay, Truhe leer, ja. So, bang, 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 bang. Wo ist denn unser Messerwerfer? Hallo? Da. Ich habe den Brief überbracht. Wunderbar, vielleicht wird aus dir ja mal ein richtiger Bote. Danke dir. Kein Problem. So. Wie sieht's mit einer Runde Messerwerfen aus? Hast du denn eine Flasche Rum für mich? Ansonsten treffe ich eh nix. Okay. Du brauchst keinen Rum. Ich brauche keinen Rum? Bist du dir da sicher? Du kannst auch ohne Rum Messer werfen. Ich kann auch ohne Rum Messer werfen? Na, vielleicht hast du ja recht. Sag mir Bescheid, wenn du eine Runde Messer werfen willst. Das geht natürlich nur, wenn ich gerade an der Scheibe trainiere. Werfe jeden Mittag ein paar Messer. Okay. Sehr schön. Dann fahren wir doch eigentlich einfach nur mal weg, ne? Also zum Beispiel mal, halt. Jeden Mittag ist er da. Das heißt, wir nach Taranis. Und dann wieder zurück. Dann ist es definitiv nicht Mittag. Nach Taranis. Und wir zurück.
So, sehr schön. Ja. Jo, steht da jetzt an der Scheibe oder nicht? Das ist die große Frage. Da kommt wer, aber er steht noch nicht da. Angus. Sei vorsichtig da draußen. Okay, ja, bin ich. Lass mich, ich muss mir überlegen, wie es jetzt weitergeht. So, okay, wenn die Zeit immer um 6 Stunden natürlich rumgestellt wird, dann bringt das natürlich gar nichts. Mit einer Flasche gutem Alk sieht die Welt doch gleich viel bunter aus. Ja, ja, ist okay. So, okay, das heißt, wir können noch mal ein paar andere Sachen machen, die ungefähr 6 Stunden dauern. Ja. Wir können zum Auftraggeber... Waren wir doch gerade eben, oder? Ich meine. So, sonst können wir natürlich zu Eldrick. Der sitzt natürlich da rum. Und dann gehen wir einfach nur ein bisschen in der Quest weiter. Und sagen einfach, zack, speichern, neu. Kurz vor Schluss. Nochmal zum Geisterritual. Du wirst also beim Geisterritual dabei sein. Ja, ich werde da sein. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Okay. Die Schamanin Shani wird uns beim Geisterritual helfen. Sehr gut. Die Eingeborenen werden oftmals unterschätzt. Gut, dass sie auf unserer Seite ist. Sehr schön. Die alte Margolotte auf Kila stellt sich für das Ritual zur Verfügung. Es gibt sie also wirklich. Viele Legenden erreichten mich über ihr Auftauchen in den letzten Jahren. Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass sie tatsächlich noch lebt. Margolotte ist in der Tat mächtig genug, um einen Ort magisch so sehr abzuschirmen, dass wir das Geisterritual durchführen können. Gut gemacht. Das ist wahrlich ein großer Durchbruch, mein Junge. Sehr schön. Alles ist bereit für das Geisterritual. Auf nach Kila. Ja, wir sind soweit. Es war ein harter Weg für uns alle. Aber jetzt ist es an der Zeit, dir aus deiner Misere zu helfen. Ich habe hier zwar noch einige Dinge zu erledigen, aber ich werde mich bald ebenfalls auf den Weg machen. Gute Reise, mein Junge. Wir sehen uns beim Orakel auf Kila. Ah ja, du solltest auch mit Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, sprechen. Jetzt, da Kalador befreit ist, wird er sich vielleicht dazu bewegen lassen, dich auf See zu unterstützen. Ah, okay. Kane? Was ist denn der? Jens mit den Dämonen-Dingsbums? Woanders, ja. Nee, doch irgendwo. Achso, auf meinem Boot vielleicht, ja. Allianz mit der Inquisition ist woanders. So ganz am Arsch der Welt. Alles klar. Die wollen gar nicht. Geisterritual, okay. Dann gehen wir erstmal hier hin und gehen zu... Dieser wahnsinnige Inquisitionskommandant Sebastiano ist mit seinem Khan in der Nähe gesichtet worden. Das heißt, wir müssen uns auf eine Seeschlacht mit ihm vorbereiten? Sieht ganz so aus. Das wird ein harter Brocken. Bereite dich also gut darauf vor. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, ich weiß, ich weiß. Du willst eh nichts. Polly lieb! Schön aufpassen, Kleiner. Saufkopf, Raffzahn. Jupp. Hey. Kapitän Degenkolbs Schatz an der Krabbenküste ist gehoben. Und, hat es sich gelohnt? Allerdings. Sehr gut, dann war es den Aufwand wert. So, jetzt habe ich die Nase voll von der Goldsucherei. In Ordnung, ich danke dir. Durch deine Hilfe haben wir eine Menge Gold gemacht. Ich hoffe, du setzt es vernünftig ein, Brüderchen. Wir haben noch einen schweren Weg vor uns. Ich decke dir den Rücken.
Alles klar. Komm mit. Nein, gut. Brauchst du doch gar nicht. Boah, egal. So, okay, wen haben wir noch? Hast du eigentlich Angst vor dem Tod? Ich habe schon zu viel vom Schattenreich gesehen, um Angst davor zu haben. Stimmt, wir wissen ja, dass es danach weitergeht, nicht wahr? Trotzdem hoffe ich, dass du bald wieder unter uns Lebenden weilst, mein Freund. Okay. Alles klar, Captain. Der Schatz deines Großonkels ist gehoben. Ich fand eine Besitzurkunde über die Ländereien im Südwesten der Eisenbucht darin. Was? Zeig sie mir. Das ist doch unmöglich. Was macht so ein wichtiges Dokument in einer vermoderten Kiste im Boden? Ich habe da so eine Vermutung. Nein, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Okay. Ein Pirat. Na gut. Na schön. Dann werde ich es für mich behalten. Ja, ist besser so, denke ich. Danke. Sei doch froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast. Am Ende ist es nicht mehr als Staub und Stein. Aber das spielt keine Rolle mehr. Ich habe mein Volk und meine Aufgabe gefunden. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Danke für deine Hilfe, Freund. Das werde ich dir nie vergessen. So, und nun lass uns diese elenden Schatten zurück ins Dunkel treiben. Darum sind wir schließlich hier. Ja. Davon gehe ich auch stark von aus, ne? Captain? Schon etwas Besonderes hier gesehen? Die Schwerter der dunklen Krieger sind gut. Aber was macht der alte Mann mit dem Kräuterzeug hier? Er verkündet die falschen Lehren und gibt ihnen die falsche Kriegsbemalung. Das ist kein gutes Voodoo. Ja, auch gut. Was, Eldrick ist hier? Oh. Nee, egal. Okidoki? Jip, jip. Okay, alles klar. So. Das haben wir. Jetzt nochmal drauf gucken. Wir haben tatsächlich auf nach Kila Seeschlacht gegen Sebastiano. Ja gut, das kommt gleich. Geisterritual kommt. Allianz. Das heißt 20 Stück. Das heißt, wir müssen noch auf die anderen Inseln. Ja. Ich denke mal, das machen wir gleich, ne? So, ich würde sagen, wir speichern ab. Speichern. Seeschlacht. Wenn man nicht ein S vergessen würde, würde es passen. Gut. Und zwar nach da, um die Allianz zu bekommen. Ja. Na, da kommt Sebastiano. Bones! Ja, passt. Ach komm, 1:1 Kampf, hey, scheiß drauf. Entdeckung gehen, halt, warum?
wieder hoch, hallo? Ja, hallo? Komm, geh da mal weg hier. Gib mir eine 8. Eine 8. Hätte ich gerne, danke. Wir laufen mal ein bisschen rum. Damit wir wieder unsere Heilung haben. Ja. Liegt ein Boot auf der Treppe. Gut, dann liegt dann noch ein Boot. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Boote haben. Aber gut, ja. Oh ja. Ach komm, ich bin einfach hier hinter. Okay, also 8. Und wir müssen an eine Kanone. Schwede. So, ein noch. Ah, zu verdammt. Sehr schön. Hallo, Party! Mensch, ich habe die Party People wiedergefunden. Jetzt wirst du bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Ja, du mich auch, ja, klar. Alter, der hält doch gar nichts aus. Was soll denn der Scheiß, ey? So, gut. Das Schiff haben wir auch. Wie ich es mir schon dachte, Sebastiano war ein ziemlich harter Brocken. Wir können froh sein, dass wir ihn zur Strecke gebracht haben. Ja, sein Schiff wird unserer Sache sehr helfen.
Die Soldaten an Bord des Inquisitionsschiffes zeigen sich jedenfalls einsichtiger, als Sebastiano es tat. Ab jetzt werden sie uns so lange folgen, bis wir den Feind endgültig besiegt haben. Na, hoffentlich. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Na klar. Polly lieb! Schön aufpassen. Saufkopf! Ja, ja, ist okay. Hey. Nein. Nein. Wie sieht's aus bei dir? Alles gut. Ich werde mein Bestes geben, Captain. Ja, okay. Das Beste war bisher jetzt noch nicht so ganz so viel, ne? Alles klar, Captain. Ja. Ja. Kapitän? Okidoki? Jip, jip. Okay. Captain? Jupp, auch alles okay. So, dann können wir ja eigentlich hier hingehen. Und mal schauen. Was haben wir denn hier noch für Gesprächsoptionen? Da. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Wir haben ein Schiff der Inquisition. Ha, das ist gut. Doch wer soll das Schiff führen? Haben wir denn genug Männer? Nein, das machen sie gefälligst selbst. Du hast einen Trupp Soldaten der Inquisition in unseren Hafen geführt? Bist du denn des Teufels? Entspann dich. Die Jungs sind auf unserer Seite. Mann, Mann, was sind das bloß für Zeiten? Oh, na schön. Hier hast du das Gold für die Versorgung der Crew. Ich hoffe für uns alle, dass ich das nicht bereuen muss. Ja, ja, passt schon. So, Logbuch. Auf nach... okay. Ritual, Dämonenjäger. Am Schattenfunk muss irgendwie schaffen, dass es einen großen Schlacht gegen Schatten... Ja, 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 okay. Okay. Wer soll denn das sein? Verdammt. Wir müssen direkt zur Fregatte. Okay. Dann probieren wir das doch nochmal. Ja. Ja, so. Fregatte ist vorne weg. Dann würde ich mal sagen, wir schwimmen einfach mal rüber. Leiter, Leiter. Haben wir hier eine? Da, da ist ein Leiter. Okay. Das sieht aus wie ein Zerstörer, der Fels. Cool. Ja, alles gut. Ja, doch, Grund kann man sehen, so tief ist es noch nicht. Alles klar. Ich hoffe ja immer noch, dass meine Stimme geht. Entschuldigung, wenn nicht. Aber ich bin so gespannt gerade auf das Ende. So, Leiter hoch. Speer. Lass dich nicht verarschen! Yep. Speer. Speer. Na, mein Junge. Was haben wir denn hier auf der Fregatte zu suchen, hm? Entspann dich, ich sehe mich hier nur mal um. So, so. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du hier etwas zerstörst, klar? Die Menschen brauchen euch da draußen. Eine Flotte von Geisterschiffen ist auf dem Vormarsch und sie machen keine Gefangenen. Das weiß ich. Doch was sollen wir machen? Eine Fregatte gegen eine ganze Flotte? Ohne einen konkreten Schlachtplan wäre das glatter Selbstmord. Okay, wir haben ja auch noch ein Boot, ne? Wer hat hier an Bord das Sagen? Unser Kapitän ist in der letzten Schlacht gegen die Schatten gefallen. Also habe ich das Kommando übernommen. Du bist Krieger. Ich bin zwar kein Seemann, aber ein paar Matrosen befehligen kriegt dieser alte Feldherr noch hin, mein Junge.
Die Schatten haben uns eine derbe Niederlage im Norden von Kalador versetzt. Das müssen wir erstmal verdauen. Solange wir nicht wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben, bleiben wir an Bord zwar wachsam, aber im Hintergrund. Okay. Wer ist dein Vorgesetzter? Nee, mein Junge. So läuft das bei uns hier nicht. Ich bin ein dunkler Krieger von Kalador. Wir kämpfen aus tiefster Überzeugung gegen die Schatten. Nicht, weil uns ein seekartenwälzender Lackaffe im weißen Rüschenhemd den Befehl dazu erteilt. Aber wir haben natürlich unsere Helden und Leitfiguren. Eldrick, der Druide in der Zitadelle, ist einer von ihnen. Ein weiser Mann. Sein Wort hat großes Gewicht unter den dunklen Kriegern. Okay. Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Du bist sehr hartnäckig. Also gut, mein Junge. Überzeuge mich. Die Schatten sind überall. Auf dem Meer und auch an Land. Ich sitze hier in der Mitte und kann weder vor noch zurück. Zeig mir einen Weg aus meiner Klemme und ich werde deinen Rat befolgen. Aber keine "Wir schaffen das schon" oder "Alles wird gut" Sprüche. Ich will etwas Handfestes hören, klar? Ich denk drüber nach. Mach das. Solange werde ich hier weiter vor Anker liegen, wenn's recht ist. Kalador ist befreit. Ja, ich hörte bereits davon. Das soll eine heftige Schlacht gewesen sein. Ja, das war sie. Ich war daran beteiligt. So, dann bist du der Haudegen, von dem sie hier alle reden, ja? Reife Leistung, mein Junge. Respekt. Wir brauchen jetzt ein Schiff. Moment mal. Komm schon, dein Land ist befreit. Jetzt brauchen wir euch in Antigua. Antigua? Warum ausgerechnet Antigua? Wir bauen eine Flotte auf gegen den Geisterkapitän und seine Schergen. Wir brauchen euch. Aber wehe, das Ganze hat keine ordentliche Struktur und Führung. Ich will nicht Teil eines wilden Hühnerhaufens sein, der sich blindlings in die Schlacht stürzt und dabei untergeht. Fahr erst mal hin. Den Rest klären wir später. Na schön. Du kannst auf mich zählen. Ich werde da sein. Sehr schön. Ja. Ganz mit den Dämonenjägern. Das hätten wir sowieso nie geschafft. Hätte ich das Questlog nicht gesehen. Ja, gut. Wir gehen zurück auf unser Schiff und dann... Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, warum denn das? Hey! Polly liebt! Ja. Schön aufpassen, Kleiner. Ja, Saufkopf! Raffzahn! Warum sollen wir sie inspizieren? Oh. Ist doch keine Sau da, mit uns quatschen will. Alles klar, Captain. Ja, siehst du? So, und jetzt hier auch noch. Kapitän? Nein. Captain? Und ich. Okidoki? Ja, yep. Ja, alles klar. So, sollen wir unter Deck gehen oder was? So, unter Deck ist keine Sau. Super. Da können wir ein bisschen was einsammeln, aber sonst ist hier jetzt echt nicht viel los. Und da ist noch was. Oh. Aber was soll's? Ganz ehrlich. Es ist doch nichts da. Wieder, ja. So, okay. Wir gehen zurück. Halt. Goldsack. So, wir speichern ab mit bald Ende. Und da wisst ihr ja, was kommt. Das heißt, ja, ich vermute mal, es wird bald das Ende sein, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Bis dann, schaltet ein, bleibt dran, ja, und